Weise, die den Einsatz für Ethik, Moral, Umwelt, Gerechtigkeit und Frieden ehren. Und soweit uns bekannt ist, gibt es weltweit sogar nur einen einzigen Preis, nämlich den Public Eye Award aus der Schweiz, der ähnlich wie wir Umweltzerstörung, Krieg, Ausbeutung an den Pranger stellt. Die beiden Ethikon-Preise, der Blue Planet Award und der Black Planet Award, sind eine Einheit. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Gemeinsam spiegeln sie den Zustand der ethischen Prinzipien, die unsere Welt prägen. Zugleich illustrieren sie aber auch die Vision einer Ethik und Moral, die eine Welt ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung möglich macht. Sie ächten Rücksichtslosigkeit, Gier, Krieg und Umweltzerstörung, folgen den Prinzipien von Solidarität, Frieden, Umweltschutz und Gerechtigkeit. Und vor allem rufen sie auf zu aktivem Widerstand gegen den Ruin der Welt, für Wandel und Engagement im Interesse der genannten Ideale, und gemeinsam treten sie ein für eine lebenswerte Zukunft für diese unsere Welt. Dabei werden diese Preise nur an Personen verliehen. Wir verleihen die ausdrücklich nicht an Institutionen. Man könnte sie auch an Organisationen und Institutionen verleihen. Wir sind der Meinung, dass es sowohl im Positiven wie im Negativen stets Menschen sind, die die Verantwortung für die entsprechenden positiven, negativen Entwicklungen tragen. Vor allem bei den negativen Entwicklungen verstecken sich die Verantwortlichen nur allzu gerne in der Anonymität irgendwelcher Institutionen. Doch unser Black Planet Award nennt sie beim Namen, stellt die verantwortlichen Personen für Ruin und Zerstörung von Gerechtigkeit, Frieden und Umwelt an den internationalen Pranger. Es ist dabei übrigens sehr bezeichnend, dass bislang nicht einer der mit dem internationalen Black Planet Award Geschmähten den Preis persönlich entgegengenommen hat und sich öffentlich der Kritik gestellt hat. Der BP-Konzern ließ im Frühjahr dieses Jahres sogar die Vertreter von Ethikon, darunter ich persönlich, widerrechtlich von der Polizei verhaften, als sie den Black Planet Award 2010 an Carl, Henrik Swanberg, Bob Dudley und Tony Hayward übergeben wollten. Meine Damen und Herren, Ethikon, Stiftung Ethik und Ökonomie, ist auch eine sozial bewegte Stiftung. Hervorgegangen sind wir aus den sozialen, weltumspannenden Konzernen, globalisierungskritischen Bewegungen. Das internationale Ethikon Blue Planet Projekt mit seinen beiden Preisen versteht sich als Ausdruck dieser Prinzipien. Das kommt nicht nur im Charakter des Projekts, im Charakter der Preise und in den Personen der Preisträgerinnen zum Ausdruck, sondern auch in dem internationalen Auswahlverfahren. Nicht wir, irgendein kleiner Kreis von Ethikon-Leuten, hat Angela Davis zum Beispiel dieses Jahr für diesen Preis ausgewählt. Nein, es waren etwa 8000 Menschen und Gruppen, die in aller Welt aktiv an diesem Entscheidungsprozess beteiligt waren und ihre Stimme dazugegeben haben, weil wir jedes Jahr im Januar, Februar in einem internationalen Call aufrufen, die Preisträgerinnen zu nennen. Und ganz besonders deutlich wird die Verankerung der Stiftung in den internationalen Bewegungen bei den Aktionen zur Übergabe der jeweiligen Black Planet Awards. So organisierten beispielsweise Aktionsgruppen in Taiwan anlässlich der Übergabe des Black Planet Awards 2009 an die Besitzerfamilie Wang und den Geschäftsführer des Formosa Plastikkonzerns Li Qizhuan große Proteste in Taiwan, die wochenlang in den Schlagzeilen der Medien waren. Und dieses Jahr im Frühjahr bei der erwähnten Übergabe an BP sprach die internationale Presse von einem Medien-GAU für den BP-Konzern, als fast ein Dutzend Aktionsgruppen aus Kanada, USA, Papua-Neuguinea, Großbritannien und Deutschland in London zusammen mit uns Aktionen zur Übergabe des Black Planet Award 2010 an Carl, Henrik Swanberg, Bob Dudley und Tony Hayward durchführten. Suche und Findung der jährlichen Preisträgerinnen, die jährliche Verleihung der Preise im Rahmen eines öffentlichen Festaktes, so wie hier heute in Anwesenheit der Preisträgerin der Blue Planet Awards, die Übergabe des jeweiligen Black Planet Awards im Rahmen breiter internationalen Aktionen, das ist das internationale Ethikon Blue Planet Project. Und es gibt noch ein letztes von Bedeutung. Es war Otto Piene, der die Trophäen der Blue Planet Awards von 2006 bis 2009 als einzigartige wertvolle Glas-Holz-Skulpturen gestaltete. Wir sind sehr glücklich, dass seit 2010 die bekannte Fotokünstlerin und Becherschülerin Katharina Meyer die Preise nun als wertvolle Kunstunikate gestaltet. Anders die Trophäen der Black Planet Awards. Sie werden nicht als kunstvolle Kunsttrophäen geschaffen, sondern als billige Wegwerfprodukte von Jugendlichen gestaltet. Damit gibt Ethikon bewusst der Jugend eine Stimme, denn es ist die Jugend, deren Zukunft von den Preisträgerinnen dieser Negativ-Awards ruiniert und zerstört wird. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Axel.